So, willkommen Leute zu Sim the Sorcerer 1 Teil 5 von Chernobyl gespielt. Als letztes sind wir hierher gekommen und dein Troll bewacht die Brücke. Wir wollen versuchen, über die Brücke zu kommen. Jetzt reden wir einfach mal mit der Ziege. Weil hier in dem Spiel kann man auch mit Ziegen reden. Ich betone. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Aber na klar, das sehe ich. Und dann reden wir einfach mal mit dem Troll hier. Moin Keule, einen wunderschönen guten Morgen, Herr Troll. Darf ich die Brücke überqueren? Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie sich die Rechte auf Ihrem Plakat falsch geschrieben haben? Was haben wir denn für ein Problem? Sorry, ich hab's mit jemandem verwechselt. Gut, dann wollen wir erstmal klugscheißern. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie Rechte auf Ihrem Plakat falsch geschrieben haben? Gleich zeige ich dir meine Rechte, du Linker. Ja, leider Spruch gelassen. Na gut, versuchen wir es mal lieber mal mit Freundlichkeit. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Troll. Darf ich die Brücke überqueren? Niemand darf über diese Brücke, bis ich zufrieden bin. Gut, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn mir das so einfach gegangen wäre. Sie haben Glück, ich bin ein Geschäftsreisender für Zufriedenheit. Was ist Ihr Begehr, der Herr? Und was für eine schöne Brücke das ist. Na gut, dann werde ich mal davon etwas besorgen. Sie haben Glück, ich bin ein Geschäftsreisender für Zufriedenheit. Wirklich? Vielleicht können Sie mir sagen, was Zufriedenheit ist. Na, das muss jeder schon selber rausfinden. Warum sind Sie unglücklich? Zufriedenheit ist ein kleiner, behaarter Nagel mit einer krankhaften Neigung. Zufriedenheit wird erlangt, wenn ein Verlangen oder Zweifel beseitigt ist. Davon habe ich ein paar Exemplare in meiner Tasche. Zufriedenheit ist ein kleiner, behaarter Nager mit einer krankhaften Neigung. Zufriedenheit wird erlangt. Zufriedenheit wird erlangt, wenn ein Verlangen oder Zweifel beseitigt ist. Gut. Wir fragen einfach mal, warum er unglücklich ist, muss er einen Grund haben. Warum sind Sie unglücklich? Jeden Tag kommen diese saftigen, fetten Gruffböcke hierher, um über die Brücke zu gehen. Ich weiß, wie die Geschichte verläuft, aber ich sterbe vor Hunger. Und bis ich nicht eine Ziege zu essen bekomme, darf niemand über diese Brücke. Warum essen Sie diese zwei nicht jetzt gleich? Sie können das Fleisch auf den Rippen vertragen. Kein Problem. Wie hätten Sie Ihre Ziege gern? Na schön, ich finde einen anderen Weg rüber. Gut, dann können wir uns anstacheln, die jetzt zu fressen. Oder wir bereiten uns vor. Kein Problem. Wie hätten Sie Ihre Ziege denn gern? Gekocht wäre nett. Es ist lange her, dass ich Ziegensuppe hatte. Ich will nur etwas Ziege zum Essen. Ist das zu viel verlangt? Nee, natürlich nicht. Ich sehe mal nach, was ich machen kann, okay? Alles klar, gut. Ich will also ein bisschen Ziege. Können wir das nicht? Mit der Ziege kann man nicht reden. Ja, dann versuchen wir erstmal mal einen anderen Weg. Da oben können wir nicht lang, weil die Ziegen im Weg stehen. Also gehen wir mal wieder zurück. Weil hier gab es ja noch andere Wege. Lauf, Simon, lauf! Ja, man, der geht gemütlich und da merkt man, er hat Zeit mitgebracht. Simon hat Zeit mitgebracht. Er hat es nicht eilig, den Stab zu finden und den Zauber zu besiegen, um wieder nach Hause zu kommen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil, wie oft passiert es denn schon, dass man in ein schwarzes Loch tritt und man kommt in einer anderen Dimension wieder raus. Das passiert nur jeden dritten Tag. Also ziemlich selten. Aha, ein Hexenhäuschen anscheinend. Und Stefan war auch da. Eine Tür, die wahrscheinlich nicht auf ist. Öffne Tür. Ich klopfe besser vorher an.
keiner zu Hause. Ja, dann kommen wir hier jetzt rein. Oh, so einfach geht das, siehst du? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Naja, den brauchen wir wohl nicht haben. Da haben wir eben auch schon geklaut. Ja, eigentlich laden wir hier ständig Sachen. Fällt mir dazu auf. In der einen Folge haben wir in dem Häuschen den Erkältungstrank geklaut. Dann vom Schmied das Seil. Oh, wir sind schon ganz ein schlimmer Finger. Aber wir müssen das natürlich machen. Sonst können wir ja keine Rätsel lösen. Guck mal, was in der Kiste ist. Was meinst du, wie ich die Schlösser öffnen soll? Na, womit denn wohl? Mit einem Zauberspruch. Abracadabra, Simsalam. Besen. Vielleicht kann man den mitnehmen und davon fliegen. Ja, mitnehmen kann man auf jeden Fall. Oh, meine Güte! Oh, jetzt kommt die Hexe. Oh, meine Güte! Hat dir noch nie jemand gesagt, dass man eine Hexe nicht bestiehlt? Ich bin ein Zauberer. Ich bestehle, wen ich will. Nein, Gnädigste. Tut mir leid, Gnädigste. Ich habe es mir nur ausgeliehen. Entschuldigen Sie. Ich muss mein Zeug und meinen Zug noch kriegen. Gut, wir sind knallharter Zauberer. Wir halten einfach mal dagegen. Oder entschuldigen wir uns, bevor sie uns in den Frosch verwandelt? Ich weiß es nicht. Diese Entscheidung wird mir sehr schwer fallen, aber sie fällt mir eigentlich auch nicht schwer. Ich bin ein Zauberer. Ich bestehle, wen ich will. Oh ja? Jawohl. Oh ja? Ja. Du willst wohl mit mir kämpfen, was? Willst du ein Zauberer-Duell? Ein Zauberer-Duell, wir können aber noch gar nicht zaubern. Also losen wir da wahrscheinlich total ab. Aber worum kämpfen wir? Ich würde dir dein Geld abnehmen wollen. Ich würde dir kein Geld abnehmen wollen. Kämpfen widerspricht völlig meinen Prinzipien. Okay, ich bin dabei, aber wofür? Wofür kämpfen wir? Worum kämpfen wir? Mein Besenstiel gegen dein Leben! Bist du sicher, dass diese Bedingungen fair sind? Willst dich wohl herausmogeln, was? Nee, ich finde das aber auch fair. Also der Besen gegen mein Leben. Ich würde sofort mein Leben geben für den Besen. Also, ich kneifen? Ich glaube nicht. Los geht's. Ich hab keine Angst vor dir, alter Schrulle. Pass auf. Quack, 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 quack. Absolut. Ich liebe mein Leben. Dann machen wir mal einen Huhn. Das soll wahrscheinlich ein Huhn sein. Typisch Zauberer. Jetzt raus hier, bevor ich dir wahre Magie zeige. Ja, Gnäfrau. Aha. Dann gehen wir also lieber wieder erstmal, bis wir ein Zauberer sind und uns ein Duell auch messen können. Das war knapp. Ja, das war ziemlich knapp. Ist hier denn noch irgendwas im Brunnen? Kann man da ja das Seil hochziehen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ja, du sollst ja auch den Brunnen nehmen. Du solltest eigentlich nur das Seil hochziehen. Vielleicht benutzen wir einfach mal den Brunnen. Ach, mit was? Entferne, rede, verzehre. Ich guck einfach mal, ich schau mal an. Guck mal, was er dort zu sagen hat. Es ist ein sehr tiefer Brunnen. Aha. Das ist also ein tiefer Brunnen. Also sollte man den wahrscheinlich nicht runterklettern. Na, ich denke, wir gehen einfach nochmal hier rein und gucken, ob wir noch was anderes nehmen können, außer einem Besen. Vielleicht ging es ja nur um den Besen, dass die Hexe kam. So! Nee. Du willst wohl mit mir kämpfen, was? Willst du ein Zauberer-Duell?
Ach, was soll's. Ich bin dabei. Okay, ich bin dabei. Ha, du bist ja noch nicht mal ein richtiger Zauberer. Oh, hau ab, oder ich zeige dir, was wirkliche Magie ist. Ja, Gnefrau. Aha, die hat ja nur die Hosen gestrichen voll. Dass er gegen Simon the Sorcerer verliert, das ist ja klar. Ja, das war knapp. Wir sind einfach Imber. Ah, hier scheint es auf jeden Fall nichts mehr zu geben. Ich sehe auf jeden Fall nichts mehr. Also, gehen wir einfach mal ein Stück weiter hier. Da kann man nicht mal nach links nähen. Da scheint nicht mehr weiter zu gehen. Also gehen wir wieder nach rechts. Durch den Wald, da wird spazieren gegangen. Durch den Wald. Lalalala. So, hier sind wir wieder bei unseren Freunden, aber wir haben noch kein Holz für die. Also, was ist unsere Mission? Einen Stab besorgen und Holz. Das heißt also, wenn wir den Stab haben, können wir den erst den Zauberer geben. Und wenn wir es nicht mehr brauchen, geht man dann den Wolfswürmern zum Essen. Das ist ja die beste Idee, die ich hatte, zeitlang. Tja, das merkt ihr schon, ich bin ein alter Fachmann, hier ist ein Eichhörnchen am Werk. Eichhörnchen sind die Teufel persönlich. Also geht doch mal den Weg nach oben, sehe ich. Jetzt gehen wir erstmal hier nach rechts. Oh, das ist ein trauriger Barbar. Oh, der weint. Er hat hautfarbene Tränen. Mein armer Fuß. Na komm, wir reden mal mit dem. Das kann ich ja nicht mit anhören, der Arme. Kannst du mir helfen, Junge? Klar, haben wir ein Problem? Ich bezweifle es. Ich komme dir nicht so nah. Du siehst böse aus. Sorry, ich habe selbst genug Probleme. Ja, das stimmt allerdings, aber das können wir natürlich nicht sagen. Der Arme kann nicht mehr auftreten. Jetzt frage ich mich natürlich, warum man den Stahl jetzt selbst rauszieht, aber vielleicht gibt uns ja auch die Antwort darauf noch. Haben wir ein Problem? Es ist dieser Dorn. Er steckt in meinem Fuß. Ich kriege ihn nicht raus. Aha, das ist also die Antwort. Kommt denn da draus? Dann lass mal sehen, wie hast du mir diesen schlimmen Mund überlebt? Ich habe leider zwei linke Hände. Gut, dass wir eine rechte haben. Wie hast du mit dieser schlimmen Wunde überlebt? Es war nur der Mut eines Bären, der mich vor dem Durchdrehen bewahrte. Na gut, lass uns mal einen Blick drauf werfen. Gleich hab ich ihn. Es könnte ein wenig stechen. Schon fertig. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Ist schon okay. Na gut. Aber hier, nimm diese Pfeife. Wenn du jemals Hilfe brauchen solltest, dann blase einfach hinein. Danke. Ein netter Kerl. Die Pfeife für die Pfeife, das ist natürlich gut, da haben wir, falls wir irgendwann seine Hilfe brauchen, brauchen wir einfach in die Pfeife zu pfeifen. Und dann kommt er schon angeeilt jetzt hier, wo er wieder gehen kann, wo sein Bein wieder vollkommen funktionstüchtig er ist. Er erholt sich noch von dem Schock der Operation des Dornes aus seinem Fuß. Das glaube ich, ja. Der Kunde muss sich ja wirklich erholen. Das war ja fast ein ganzer Baum, der im Fuß drin war. Der ganze Fuß war in zwei Hälften geteilt, fast. Ach, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt geht's nach oben, nach rechts, unten, nach rechts, oben und nach links. Geh einfach mal nach rechts. Was ist denn das für ein Lärm? Kannst du mal bitte still sein?
Tut mir leid, Alter, ich kann dich nicht hören. Jetzt hör doch mal kurz auf! Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie wäre es, wenn du das erstmal das Atmen einstellst? Was zur Hölle ist das? Könntest du mit diesem Krach aufhören? Kann ich dieses Ding haben? Das sind alles Fragen, die stellen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Chernobyl spielt Simon the Sorcerer. Bis dahin wünsche ich euch noch was und haut rein. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.